Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen Sidequests gemacht, würde ich sagen. Ja doch, haben wir irgendwie. Aber wir möchten eigentlich mal gucken, was wir irgendwo hier haben. Irgendwas haben wir hier. Ich weiß nicht genau, was das ist. Krieger Mönch von Indul. Aha. Schaut mal. Das sind Überlebende von Indul? Die sind bestimmt vom Weidenbaum aus hierher gekommen. Würde ich auch sagen. Es gibt keinen Grund, sie am Leben zu lassen. Ich werde sie vernichten. Warte, es reicht doch, wenn wir sie erstmal ein wenig beobachten. Wer seid ihr? Der Meister der Aegis und der Flammenbringer vom Ordein? Unfassbar, dass ihr uns bis hierher verfolgt. Ihr seid wahrlich ein unnachgiebiger Haufen. Eigentlich haben wir überhaupt niemanden verfolgt. Wir haben euch nur zufällig entdeckt. Das stimmt sogar wirklich. Dabei stecken wir noch mitten in der Vorbereitungsphase unseres Plans. Halt. Vielleicht hat die Gnade des Prätors uns diese einzigartige Chance zuteilwerden lassen. Beseitigt sie. Hier und jetzt. Gelobt sei der Prätor. Aha. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr mich zurückgehalten habt. Naja, aber... Hör kurz zu, ihr Mann. Ich werde eurer armseligen Existenz ein Ende setzen. Telos ist so cool. Rache. Okay. Wie auch immer, wie jetzt... Okay. Einfach okay. Haben wir eine Mission von Telos. Warum nicht? So, drauf da. So, wir warten einfach mal. Oh, wir wurden gefesselt. Okay, dann. Oh, wir dürfen aber nichts machen. Okay, der erste fällt schon einfach rum. Lass ihn ja auch mal drauf. Sieht ja gar nichts aus. Ich dachte, mit 62 halten die ein bisschen mehr aus, aber... Scheinbar nicht. Ja, easy. Damit dürfen wir auf die glorreiche Weise verhindert haben, dass sie irgendeinen Unfug in Van Samheim anstellen. Ja, das wäre dann wohl erledigt. Ihr naiven Dummköpfe. Sie haben von einem Plan gesprochen, falls ihr das bereits vergessen habt. Ich wette, es gibt noch mehr Überlebende, die sich versammeln und Rache ausüben wollen. Das mag sein. Und wir sollten diese potenzielle Gefahr direkt bei der Wurzel packen und vollständig rausreißen. Ist ja schön und gut, aber wir wissen nicht mal, wo diese angeblichen anderen Überlebenden sein sollen. Ich bin mir sicher, dieses Ungeziefer hier wird uns alles berichten. Ich kann sehr überzeugend sein. Dann bist du überzeugt, okay. Hey, warte mal. Sie verprügelt jetzt nach Strich und Faden. Was war das für ein Plan, von dem ihr gesprochen habt? Rede oder stirb. Als ob ich euch irgendwas verraten würde. Der Aufenthaltsort eurer Verbündeten genügt. Rede und all deine Schmerzen werden ein Ende finden. Was für eine Enttäuschung. Okay, der ist tot. Achso, ich muss nochmal triggern. Alles klar, okay. Nee, ist okay, ist okay. So. Wow, kommst du jetzt her? Okay, der ist auf jeden Fall eine Nummer härter. So. Sie greift den Sieg an.
Und? Boom. Schön. Alter, Sieg, hör auf zu sterben. Bitte. So, drauf da. Wow, Sieg. Du stirbst echt. Oh, wow. Ja, wir haben gewonnen. Unentschieden. Nice. Okay. Nehme ich auch gerne an. So. Hi. Oh. Und was hast du für einen Plan, von dem ihr gesprochen habt? Rede oder stirb? Mach, was du willst. Ich werde nicht reden. Der Aufwand soll eure Verbündeten genügt. Rede und all deine Schmerzen werden ein Ende finden. Mehr hast du nicht drauf. Ich bin enttäuscht. Du Ratte. Ich würde sagen, das auch hinüber. Okay, also der letzte. Was warst du für ein Plan, von dem gesprochen hat? Rede oder stirb. Was willst du tun, wenn ich dir das verrate? Ich werde euch alle vernichten. Nun denn, die Überlebenden von Indul, sie versammeln sich im Mordrain, im Ödland von Chansak, im alten Industriegebiet. Sie werden dort all ihre Kräfte vereinen und sich für das rächen, was dem Prätorium widerfahren ist. Die Vorbereitungen sind beinahe abgeschlossen. Wenn ihr dort aufkreuzt, erspart ihr uns die Suche. Ich hab genug gehört. Matsch. Wir müssen nach Mordheim. In der Tat. Scheint, als müssten wir da mal ordentlich auf den Putz hauen. Dann los. Aber halte dich diesmal bitte etwas zurück, Telos. In Ordnung? Okay, Telos gibt Vollgas. Ja. Nee, ich möchte jetzt nicht nach Mordheim. Oder? Nein. Ich habe mal geguckt auf Screen, wo wir hin müssen für die andere Mission. Die wir natürlich jetzt erstmal wieder... Ach komm. Bis zum Schluss. Immer wieder falscher machen. Missionsbuch. Wir möchten erstmal das hier weitermachen. Ja. So. Gut, machen wir Telos Mission halt auch nochmal zu Ende. Ich möchte aber... zum Kopf. Dann zum See hier. Und dann haben wir das da. Großes Blasloch. Deswegen müssen wir hier mal hin. Und ja, gucken wir mal. So. Muss ich jetzt da lang, oder? Achso, da oben. Aha. Wo genau? Ich hoffe, ich renne jetzt auch in die richtige Richtung. Ja, wir kommen jetzt gerade falsch vor. Lass euch doch in die andere Richtung laufen. Nee. Wobei, ich könnte hier runterspringen. Waren wir da schon mal? Ich weiß es nicht. Sieht auch interessant aus. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt gerade nicht hin. Ich muss da runter. So, komm her. Eigentlich sind wir nicht gestorben. So, wir müssen irgendwie dahin. Oder so. Können wir hier irgendwie hoch? Natürlich nicht. Oh, komm schon. Wie komme ich denn dahin? Was haben wir hier? Leave it to me. I know more than I let on. Specialist feel. So, wie kommen wir da hin? Müssen wir da rauf oder wie ist das? Kann sein, dass es oben ist, ne? Dann bin ich ganz umsonst runtergesprungen.
gucke nochmal kurz auf die Karte, aber ich glaube... Ne, jetzt renne ich da weg. Ich muss wirklich hier irgendwie oben hin. Da waren wir auch schon mal. Da war das, was wir eben noch gesehen hatten. Wie komme ich denn darüber? Ich porte mich nochmal darüber und guck. Irgendwie müssen wir da hochkommen können. So, das ist, glaube ich, immer noch weiter oben, oder? Das ist nicht. Irgendwie das Gefühl, das ist da oben drauf. Aber wie sind wir da jemals hingekommen? Da können wir runterlaufen. Können wir da irgendwie rüberspringen oder so? Nee, sammeln möchte ich jetzt nicht. Ich gehe mal hier runter und guck mal, ob ich irgendwie da rüberkomme. Ah, natürlich muss das jetzt wieder so kompliziert sein, hierbei hinzukommen. Nee, das ist falsch. Ah, da ist was. I call on the power of water. Serve my will. Iron heart beats in Poppy's chest. Ah, wir tauchen also. Ich dachte, wir werden hochgeschossen oder so. Okay. Das ist mal was Cooles. So. Da wollten wir hoch. Weil wir noch nicht waren. Oh, man entdeckt immer wieder was Neues im Spiel. Krass. Haben wir irgendwas? Nö. Wow. Ah, das nehmen wir mit. Come out, come out. Flora heals an aching soul. So. Nur für eine Kiste? Ah. Ach ja, ich habe ja die andere noch ins Team genommen. Weil ich gesehen habe, da können wir noch ziemlich easy ihre Mission machen, indem wir einfach ein bisschen Geld spenden. Toll. Jetzt habe ich hier sinnlos nur eine Kiste gefunden und das war's. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich will da irgendwie oben hin. Boah, ist das dann nicht? Das ist doch. Ah, zum Mäusemecken. Wo kommen wir? Wie kommen wir da hin, eher? So. Wir müssen irgendwie da hoch. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass es nach oben gehen muss. Mit dem großen Samurai, ja, aber... Wie komme ich da genau hin? Moment. Da müssen wir... Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ah, tot. Moment, ich habe das überlebt. Warum? Das ist eine Art Höhle. Eine Art Höhle. What's the next destination? Was da drinne ist, dann müssten wir doch eigentlich. Oh. Seht ihr das auch? Diese Linie im Wasser? Die hier so lang geht? Ah, Licht. Na egal. So, wir müssen irgendwie da reinkommen können, glaube ich. Das ohne, dass wir da irgendwo runterfallen. Wie kommen wir da rein? Na komm. Irgendwie müssen wir da rankommen können. Nein. Ah, man soll da irgendwie nicht hin, ne? Nee, nicht so richtig. Vielleicht von hier aus? Na komm, Rex. Tu was. Wir wollen da hoch. Irgendwie muss das machbar sein.
Nee, ich komme da. Das gibt's doch nicht. Wie kommt man da rein? Wie kommt man daran? Ich würde sagen, nichts, was ich irgendwie sprungkraftmäßig oder irgendwas machen kann, ne? Vielleicht auf der Rückseite oder so? When did it get so late? We've worked hard today. Nice one, everybody. Kann man halt nur runter. Ich befürchte es aber irgendwie nicht richtig, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich gehe einfach lang. Scheiß drauf. Kannst du halt immer wieder hochporten. Wow, jetzt hänge ich hier fest. Quelle der Reinigung. Nee, das ist ja auch nicht richtig. Ich muss eigentlich genau umgekehrt, irgendwie. Ach, keine Ahnung. Wie kommt man da hin? Das ist nur der Weg nach unten. Da geht's noch tiefer. Nee, irgendwie ist das so nicht richtig. Wie kommen wir da ran? Das würde mich jetzt echt brennend interessieren. Gefühlt waren wir da ja scheinbar schon. Jedenfalls wurde das so angezeigt, hier großes Wasser und sowas, aber... Oder nur weil wir vorbei dran gelaufen sind, dass wir irgendwie nah genug dran waren. Kann ja auch sein. Da sterbe ich bestimmt, wenn ich da runterspringe. Es muss eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Vielleicht irgendwie ein geheimer Weg oder sowas noch? Aber ich sehe halt nicht viel. Was wir hier halt machen können, um da ranzukommen. Das einzige Auffällige wäre jetzt das da, aber... Das ist ja auch nichts. Das ist ja nur ein bisschen Felsvorsprung, so wie das aussieht. Ja, ist nur Geröll. Oder? Doch, ist nur Geröll. Wenn wir das jetzt in diesem Part nicht mehr finden, dann muss ich irgendwie mal nachgucken gehen. Ich meine, auf der Rückseite können wir rein und landen wir unten. Vielleicht sind wir deswegen da auch irgendwie hingekommen. Und haben das bekommen, aber... Das kann sogar gut sein. Aber halt nicht von dieser Seite. Weil da halt auch noch irgendwie eine Art Höhle ist. Kann doch keiner erzählen, dass da keine ist. Da müssen wir bestimmt hin. Aber ich weiß halt nicht wie. Oh, das ist mies. Wie kommt man daran? Ich werde gleich nochmal runterrutschen, aber erstmal will ich hier noch ein bisschen gucken. Habe ich hier irgendwas übersehen bisher? Nee. Ist einfach gar nichts. Irgendwie tauchen oder so nochmal? Glaube ich aber auch nicht. Ist einfach nichts. Ja, aber da kommen wir wieder da rein. Da waren wir ja schon. Nee. Ich verstehe es nicht. Es muss irgendeinen Weg geben, den ich gerade nicht sehe. Ah ja, eine Kiste. Die haben wir auch noch nie gesehen, scheinbar. Okay. Flora heals an aching soul. Nee, da oben ist auch nichts, oder? Ich will jetzt hier nochmal reingehen und hoffen. Hoffen, dass es reicht. Und hepp.
So. Hier ist aber auch rein gar nichts mehr. Hier waren wir ja bereits. Gibt's hier Rostplatz und Raya? Ja. Hä? So. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Wir haben alles dabei. Verstehe ich nicht. Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt. Beobachtet bei der Arbeit eine verdächtige Gruppe in der Stadt. Finde heraus, was diese vorhat. Ja, würde ich gerne machen. Wenn ich wüsste, wie. Ich weiß einfach nicht, wie ich da rankommen soll. Das geht nur nach unten. Ich weiß nicht, wie ich oben reinkomme. Das sieht cool aus mit dem Blau und so. Das ist doch echt nicht schön. Da kann ich auch nicht hoch. Das sieht schon gigantisch aus, ne? Wow. Klein ist die Welt auf jeden Fall nicht. So. Aber ich finde unseren blöden Weg nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Hier ist auch nichts, ne? Dass ich irgendwo einen geilen Weg nach oben komme oder so? Um dann da ranzukommen? Nee. Das sieht irgendwie nicht so aus. Hier rechts vielleicht nochmal? Auch nicht. Nee, das... Wow. Ich find's einfach nicht. Ich glaube, ich werde dann einfach mal beim nächsten Mal im Internet nachgucken, wie man da hinkommen soll. Dann hoffe ich, dass ich da das dann auch finde. Aber so hilft mir das einfach nicht. Ich weiß, wo es sein soll. Ich habe auch wahrscheinlich die Höhle gesehen hier. Oder haben wir ja schon entdeckt eher. Aber ich weiß nicht, wie man hinkommen soll. Das kann nicht sein, dass wir da nicht einfach hochkommen können. Sieht auch aus, als wenn es so eine Art Fangbecken ist, aber ich weiß nicht, von wo man sich hier rüberschießen sollen könnte. Nee. Das ist doch. Wahrscheinlich wird man darüber katapultiert. Keine Ahnung. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich erkundige mich und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao.